Grüß dich, die Steffi vom Baumarkt. Hi. Hallo. Ja, hallo. Du gehst aber ran. Ja, so bin ich halt. Hello, welcome to Vienna. Hello. Hello. Hi, Hitler. Stop it. Stupid little bastard. Du hättest deine Kinder besser mit mir machen sollen. Mit dir? Mit mir. Denn ihr wollt die Kinder, keine Ponys. Ja, meine Damen und Herren. Seine Heiligkeit, Papst Benedikt der 16. Benedicto Tee. Margarete Weiß, freut mich. Hallo, hallo. Schwester Oberin. Er hat plötzlich so undeutlich gesprochen. Er klang so verwirrt. Ich habe nicht verstanden, was er von mir wollte. Und ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll, Schwester Oberin. Ach, keine Sorge, mein Kind. Wahrscheinlich will sich der Mann nur etwas von der Seele reden. Manche Menschen tun sich einfach schwer damit. Herr Mandl? Jesus Maria. Sieht so aus, als hätte sich der Mann selbst vergiftet. Selbstmord. Hier. In unserem Kloster. Vielleicht war es aber auch unabsichtlich. Wird der Raum hier über Nacht versperrt? Nein. Falls ihm jemand Tabletten in den Tee mischen wollte, dann hätte er hier die beste Gelegenheit dazu gehabt. Das stimmt. Sind Sie sich sicher, dass keine der anderen Nonnen den Mandl heute in der Früh gesehen hat? Ich glaube nicht. Da kümmere ich mich später drum, fragt ihr. Urbi et Orbi. Danke für das Gespräch. Ja, mir ist wurscht. Und er wollte echt die Nägel umtauschen? Ja, na, weil er keine Löcher zu Hause hatte. Echt super toll. Magst du noch was trinken? Ja, gern. Aber zuerst muss ich noch für kleine Rasen sprinkeln. Michi. Wunderbar, vielen Dank. Sind Sie schon lange im Kloster? Über 6 Jahre. Wissen Sie, plötzlich öffnet sich eine Tür und du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Ohne zu wissen, wohin es dich führen wird. Wenn dich der Ruf Gottes ereilt, gibt es kein Warum. Entschuldige bitte. Du hast mir doch durch diese junge Klosterschwester ausrichten lassen, ich solle jetzt hierher kommen. Ich? Du hast mir ausrichten lassen, ich soll... Schwester Angelika, tun Sie es nicht, bitte. Wir wissen, dass Sie am Abend des Feuers im Hotel waren. Bleiben Sie stehen! Sie haben mit angesehen, was diese Männer Ihrer Mutter angetan haben. Richtig? Sie waren bei ihr, im Hotel. Ich habe sie zum Geburtstag überraschen wollen. Ich habe mich im Badezimmer versteckt, als sie hereinkam. Waren diese drei Männer da? Sie haben mir wehgetan. Mama, sie wollte davonlaufen. Da haben sie sie mit einer Flasche. Und dann kam ein vierter Mann dazu. Johannes Mandl. Plötzlich war alles voller Feuer. Sie haben sie einfach verbrannt. Mama! Mama! Und ich konnte ihr nicht helfen. Es tut mir so leid, Mama. Es tut mir so leid. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Naja, gelernt ist gelernt.
Ich meine das Poster. Ach so, das? Ich stehe total auf Autos, weißt? Ich habe ja eigentlich die Dame im Schaumbad gemeint. Ah, die? Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du bist der Geilste. Drück mich fest. Toller Polster übrigens. Ja, den hat mein Mitbewohner dahergelegt. Echt? Interessant. Der steht wohl auf dich, hä? Na, das ist jetzt nicht so, wie du denkst. Das ist kompliziert. Ist ja egal, ein bisschen Tee schadet gar nicht. Du, das geht mir jetzt alles ein bisschen schnell. Boah, das war jetzt knapp. Bist du deppert. Mal cool, dass ihr so gut mitgespielt habt. Könnt ihr wieder aufhören jetzt? Ich hab gesagt, ihr könnt wieder aufhören.